Tag. Heute möchte ich euch etwas über den Wermut erzählen. Der Wermut heißt im Botanischen Artemisia absinthum und wie der Name schon sagt, ist er genau wie sein Verwandter der Beifuß der Mondgöttin Artemis geweiht. Die Göttin Artemis ist nicht nur Göttin des Mondes, sondern auch der Jagd und der Fruchtbarkeit und der Wermut, wie man sieht, hat eine silbrige Farbe und diese silbrige Farbe ist ein Hinweis, dass er einen Bezug zum Monde hat. Die Sage erzählt, dass die Göttin Artemis einst die Wermutpflanze dem weisen Zentauren, also Pferdemenschen, Chiron übergab und er damit heilte, denn der Chiron war bekannt für seine Heilfähigkeit. Er war ein ganz besonderer von den Pferdemenschen und besaß großes Heilwissen und die Pflanze hier, die Wermutpflanze, war ein Geschenk der Göttin Artemis an ihn. Die Göttin Artemis entspricht unserer germanischen Göttin Holle oder Holda. Sie hat aber in vielen ihrer Zügen, besonders in ihrem Mondaspekt, auch einen Bezug zu unserer germanischen Liebesgöttin Freya. Bei den Ägyptern war der Wermut der katzenköpfigen Göttin Bastet geweiht. Und die Göttin Bastet ist wie Freya auch Liebesgöttin. Und wie ihr vielleicht wisst, in der germanischen Mythologie ist die Katze der Freya geweiht. Das Interessante ist auch, dass man den Wermut genommen hat, um damit Mäuse zu vertreiben. Denn die Katze ist ja ebenfalls eine Feindin der Maus. Die Mäuse mögen nämlich den Geruch des Wermutes überhaupt nicht. Er verströmt nämlich einen sehr starken Duft. Und die Maus hat ja ein sehr feines Geruchsempfinden und nimmt diesen Duft natürlich sehr viel stärker wahr. Und deswegen hat man in früherer Zeit in die Nahrungsmittel und auch in die Getreidespeicher Wermut hineingelegt, um die Mäuse zu vertreiben. Gleichzeitig vertreibt der Wermut nicht nur Mäuse, sondern auch Flöhe und Motten. Deswegen, wenn man die Motten loswerden möchte oder am besten von Anfang an verhindern möchte, dass die Motten überhaupt in den Kleiderschrank kommen, so ist es sinnvoll, einige Stängel des Wermutes in den Kleiderschrank zu legen und sie von Zeit zu Zeit zu erneuern. Denn irgendwann verfliegt der Geruch und dann braucht man frischen Wermut, damit er dort seine mottenvertreibende Kraft entfalten kann. Der Wermut vertreibt nicht nur Motten, Mäuse und Flöhe, sondern natürlich auch Dämonen, böse Geistwesen. Er ist eine alte Heil- und Zauberpflanze und schützt vor Verhexung und wurde sogar den kleinen Kindern in die Wiege gelegt, damit diese vor Verzauberung und Verhexung geschützt sind, aber auch damit sie einen festen Schlaf haben. Deswegen ist ein alter Name dieser Pflanze Wiegenkraut, da man ihn den kleinen Kindern in die Wiege gelegt hat. Ein anderer Name dieser Pflanze lautet Grabekraut, denn er spielt auch eine wichtige Rolle im Beerdigungskult. So hat man zum Beispiel dem Toten einen Strauß Wermut mit ins Grab gelegt, damit er ruhig schlafen kann und auch vor bösen Geistern beschützt ist. Auch die Personen, die an der Beerdigung teilnahmen, trugen in der Regel einen Strauß Wermut bei sich. Man kann den Wermut trocknen und räuchern. So ist er zum Beispiel ein gutes Mittel gegen den Hagelschlag. Er wehrt also Hagel und Gewitter ab. Und vor allem hat man ihn in den 12 heiligen Nächten verräuchert, in den sogenannten Rauhnächten. Dieser Name kommt von Rauchnächten, weil man dort geräuchert hat. Die Rauhnächte beginnen zur Wintersonnenwende am 21. Dezember. Und enden am Berchtentag, das heißt am 2. Januar. Geerntet wird der Wermut in den sogenannten Frauendreißigern. Das ist die Zeit zwischen Mitte August und Mitte September, denn man sagt, dass in den Frauendreißigern alle Heilkräuter mit besonderer Kraft erfüllt sind. Und dort hat man vor allem solche Pflanzen wie Wermut oder auch Beifuß gesammelt und daraus einen neuen Kräuterbuschen gebunden.
Wichtig ist, wenn man den Wermut für magische Dinge ernten will oder auch um Geister zu vertreiben, dass man ihn nur mit der linken Hand ausreißt. Man darf ihn nicht mit Metall schneiden und auch nicht mit der rechten Hand pflücken, sondern muss es immer mit der linken Hand tun, wenn er seine magische Kraft behalten soll. Der Wermut ist eine sehr bittere Pflanze. Sie hat einen sehr starken Duft und vom Geschmack her ist sie extrem bitter. Und wie der Name Absinthium schon sagt, hat man daraus den Absinth gebraut. Das ist ein berauschendes alkoholisches Getränk, was besonders im 19. Jahrhundert sehr oft getrunken wurde, was aber in größeren Mengen dazu geführt hat, dass die Leute in ihrem Gehirn Schaden genommen haben. Hier seht ihr die Wermutpflanze in der Großaufnahme. Wie ich schon bereits sagte, enthält der Wermut sehr starke Bitterstoffe und ist deswegen ein beliebtes Magenmittel. Gerade Leute, die an einem kalten Magen leiden und deswegen oft zu Magenerkrankungen neigen, die tun gut daran, wenn sie den Wermut genießen. Denn es gibt den alten Spruch, was bitter im Mund, ist im Magen gesund. Der Wermut wirkt verdauungsanregend und erwärmend. Auch in der Frauenheilkunde spielt er natürlich eine wichtige Rolle, denn die Göttin Artemis herrscht über die Frauen und über die Geburt. Man hat ihn zum Beispiel genommen, um die Geburt zu befördern. Wenn zum Beispiel ein Kind nicht aus dem Leibe herausgehen wollte, so trank man Wermuttee oder Wermutabsud. In früheren Zeiten hat man den Wermut bisweilen auch zur Abtreibung benutzt. Man muss sehr vorsichtig sein bei der Dosierung des Wermutes, denn wenn man zu viel nimmt, kann man sich sehr leicht vergiften. Darum sind nur kleine Mengen von dieser heilkräftigen Pflanze angeraten. Bei zu großer Menge von Wermut kann es dazu kommen, dass die Nieren sehr stark geschädigt werden. Deswegen ist die Höchstmenge des Wermutes 2 Tassen am Tag, besser noch weniger, besser nur 1 Tasse. Man kann entweder die Blütenspitzen des Wermutes nehmen, um sich daraus einen Tee zu kochen. Man kann ihn aber auch in Wein kochen, so wie früher. In alten Zeiten haben die Leute die Heilkräuter nicht so sehr in Wasser gekocht, sondern haben sie mehr in Wein gekocht. Dann sagt man, ist eine Heilpflanze noch kräftiger in ihrer Heilwirkung. Hier könnt ihr schön diese Wermutpflanze sehen. Diese hier ist etwa, ja, gut 1 Meter groß, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Man nimmt für so einen Wermutabsud oder einen Wermuttee ungefähr 1 Teelöffel des Krautes oder der Wurzel pro 1/4 Liter Wasser. Besonders heilkräftig ist der Kaltauszug. Dazu nimmt man die Wurzel des Wermutes, macht diese klein und legt sie über Nacht in kaltes Wasser. Und am nächsten Tag kann man diesen Kaltauszug trinken. Da die Wermutpflanze ja leicht giftig ist, ist es wichtig, dass man den Tee oder den Kaltauszug nicht auf einmal trinkt, sondern dass man ihn nur löffelweise einnimmt. Am besten nimmt man alle 1/2 Stunde 1 Esslöffel der Flüssigkeit ein. Bitte nicht die ganze Tasse auf einmal austrinken, denn sonst kann es zu Vergiftungserscheinungen kommen, vor allem zu Nierenschäden. Das möchten wir nicht. Der Wermut wurde in alter Zeit dazu benutzt, um Würmer aus dem Körper, aus den Eingeweiden zu vertreiben. Deswegen lautet eine Theorie, dass der Name Wermut vielleicht Wurmut heißen könnte. Das heißt, geh Wurm heraus. Im Englischen heißt die Pflanze Wurmwut, das bedeutet Wurmholz. Es könnte also sein, dass sich der Name davon ableitet, aber es ist nicht ganz sicher, es ist nur eine mögliche Theorie.
Ja, der Wermut vertreibt nicht nur die Würmer aus dem Körper und die bösen Geister, sondern auch die Schwermut. In alter Zeit glaubte man, dass die Schwermut entweder von bösen Geistern käme, die einen besessen, oder dass sie vielleicht auch von zu viel Saturnenergie kämen. Denn der Planet Saturn steht für Kälte, für Dunkelheit, für Traurigkeit, für Melancholie. Und da nach astrologischer Lehre der Wermut dem Planeten Mars zugeordnet ist und dadurch erwärmend und bitter wirkt, ist er der Kraft des kalten Planeten Saturn entgegengesetzt und vertreibt so alle saturnischen Krankheiten. Und da der Wermut die Schwermut vertreibt, gibt es sogar diesen alten Spruch: Der Wermut hilft gegen Schwermut. In alten Zeiten hat man ihn sogar gegen Kopfschmerzen und auch gegen den Husten verwendet. In der Regel tut man das heute nicht mehr, sondern nimmt ihn in erster Linie als Magenheilmittel. Wichtig ist, dass man den Wermut nicht einnimmt, wenn man eine kranke Niere hat und auch nicht dann, wenn man an Magengeschwüren leidet, weil das kann sehr fatal wirken, da kann der Wermut großen Schaden im Körper anrichten. Ein alter Name des Wermutes lautet Else oder Elsenkraut. Man hat verhexte Menschen mit Wermutzweigen geschlagen, um die bösen Geister auszutreiben und hat gesagt, dass dich das Elsi buffe. Das Elsi ist also ein alter Name bzw. ein Kosename für die Wermutpflanze. Und dieser Name Else soll von dem Wort Elben kommen, denn die Elben sind Geistwesen, Naturgeister. Es gibt verschiedene Arten von Elben. Es gibt den Menschen wohlgesonnene, lichte Elben. Es gibt aber auch dunkle Schwarzelben, die den Menschen krank machen. Und so in alter Zeit hat man sich so vielerlei Arten von Elben oder Elfen vorgestellt. Man hat sie auch Holden genannt. Damit wären wir auch wieder bei der Frau Holle, denn sie ist die Herrin über die Holden und somit auch Herrin über die Elben. Da ja der Wermut als Artemis-Pflanze ja auch einen Bezug zu der Göttin Frau Holle hat. Ja, das wären die wichtigsten Dinge zur Wermutpflanze, die schon in alter Zeit bei vielen Völkern ein sehr heiliges Kraut gewesen ist. Wenn ihr noch mehr erfahren möchtet über Heilkräuter, über die zauberische und heilende Kraft der Bäume, über Orakeltechniken, über die weisen Frauen oder wenn ihr an schöner Musik interessiert seid, so abonniert doch einfach meinen Kanal. Gut, das wär's dann für heute. Ich verabschiede mich hiermit und sage auf Wiedersehen.